Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Hero Hunters. In diesem Video werde ich ein Review machen zu dem Spiel. Also kurz sagen, wie es mir gefällt, was ich davon halte, was man für Sachen machen kann und ja, an was es mich erinnert. Ich gehe erstmal alle Features durch. Der Kampf erinnert mich ein bisschen an Left to Survive, davon hatte ich auch ein paar Videos gemacht. Man hat halt wellenbasierte Angriffe von Gegnern. Hier gibt es viele unterschiedliche Gegner, das ist schon mal ganz gut gemacht. Das kann ich ja gleich nochmal zeigen in dem Angriff. Wir haben im Moment, glaube ich, 65 Helden, die man auswählen kann. 64. Also man hat eine sehr große Auswahl an Strategien, Fähigkeiten, Techniken. Dementsprechend muss man auch lange farmen und Geld investieren. Also nicht Geld, sondern auch, ich meine jetzt Spielgeld, um alle hoch zu pushen und sowas, wenn man alles spielen will und große Auswahl an Fähigkeiten haben will. Helden kann man bis zu 10 Sternen, also die haben 10 Stufen, man muss sehr viele Fragmente sammeln. Wenn ihr Star Wars oder sowas gespielt habt, da ging es glaube ich bis 8 oder nee, wie viele Sterne, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, da gab es weniger und andere sowas wie Disney Heroes hatten auch nur 5. Ja, allgemein ist es so aufgebaut wie solche Spiele, wie gemeint, so ein Hero Collection Game. Man sammelt halt Helden, sammelt für die Helden Ausrüstungsgegenstände, um deren Rang zu erhöhen. Dadurch schaltet man neue Fähigkeiten frei, wie ihr hier seht. Schadensfresser und Verzehrungswelt wird bei Gold und Platin freigeschaltet. Ja, diese Items farmt man, indem man entweder die Level nochmal spielt im Automodus oder halt alleine, also selber spielt, oder indem man so ein Überfallticket benutzt oder so ein Schnellablaufticket. Das ist alles sehr ähnlich wie bei anderen Spielen aus dieser Branche, sag ich mal so. Ja, das Gameplay an sich macht an sich Spaß. Also die unterschiedlichen Helden haben halt unterschiedliche Angriffsmuster und muss schneller, also der Sniper zählt halt nur einmal zum Beispiel. Andere schießen dauerhaft, wie Riker jetzt hier, oder Halo hat so eine Dreiersalve. Die anderen haben Shotgun, sowas wie Butter. Ja, am Anfang hat man relativ ähnliche Helden. Ich habe jetzt durch ein Event gleich schon Hardscope bekommen und ja, Dogface hatte ich jetzt durch die Kisten bekommen und durch die Herausforderung. Ja, ansonsten im Shop gibt es wie bei anderen Games täglich ein paar Kisten zu holen. Gratiskisten, wie ihr hier gerade seht. Kriegt man EP raus, Items, Ausrüstung, Fragmente. Hier zum Beispiel jetzt ein Silbermesser. Genau, im Shops kriegt man Fragmente von Helden. Hier haben wir jetzt zum Beispiel Cast und sowas. Was, ja, genau. Da muss man halt länger farmen, damit man einen Helden zusammen hat. Und wenn man den dann hat, kann man sich hier noch weiter Fragmente holen, um die dann noch hoch zu pushen. Hier im Herausforderungsshop haben wir noch mehr. Ja, in dem Sinne relativ ähnlich wie bei anderen Games. In einem Allianz-Modus kriegt man auch Helden hier, wie ihr seht. So, holen wir noch einmal jetzt das hier kurz. Ja, Allianz kann man Patrouillen machen mit seinen Helden, die man nicht benutzt. Dann schaltet man Allianz-Punkte und Dings frei. Oh, nice, wir haben eine grüne Patrouillenkiste bekommen. Kiste wird freigeschaltet in 7 Tagen. Ah, okay, wenn man Helden einsetzt und 50.000 Sachen sammelt für die Dings, dann ja, schaltet man das für die Allianz frei. So, ich kann das mal zeigen, so 100% Wahrscheinlichkeit. Den Held kann man derzeit aber nicht benutzen. Kann man das irgendwie erhöhen? Heldenlimit erhöhen? Ah, okay, wenn man höher kommt, kann man auch mehr gleichzeitig patrouillieren. Okay. Ja. Soweit so gut, man hat halt. Ja. Schwarzmarkt noch, wo man Gold oder Dings investieren kann, um Sachen zu kaufen. Gold bekommt man entweder durch Werbung oder durch ja, tägliche Belohnungen hier. Also da kriegt man 30 täglich, wenn man die täglichen Quests abschließt. Ja, was gibt es für Modi im Spiel? Man hat immer die Kampagne, wo man gegen Wellen antritt von Gegnern. Ich weiß gar nicht, wie viele Regionen es gibt. Ich gehe mal durch. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Und die kann man halt noch im Hard-Modus spielen. Im Hard-Modus kann man wieder Fragmente freischalten, wie ihr hier seht. Genau, alles wie beim Hero Collection Games halt das ganz Normales. Was haben wir noch? Wir haben PvP. Das ist ein Echtzeit-PvP. Das ist ganz cool gemacht. Man spielt gegen anderen. Ja, in Echtzeit gegen. Also man hat 5 Helden gegen 5 Helden. Die kann man am Tag dreimal benutzen. Also die können dreimal sterben, die Helden am Tag. Deswegen kann man mehrere Games spielen. Wenn einer tot ist, kann man einen wiederbeleben. Ja, es gibt öfters Events, wie man hier gerade sieht, Zusammenstoßrock-Dings, da kriegt man jetzt zum Beispiel hier
Energie, Gold und PvP-Kristalle. Wir haben Herausforderungen, wo man 5 Sektoren jeden Tag machen kann. Dabei benutzt man einen, also für jeden Sektor kann man Helden benutzen und die kann man nur in dem Sektor dann benutzen. Das kann man einmal täglich resetten. Wir haben noch Herausforderungen. Ne, das ist die Herausforderung. Ups. Habe ich den Button nicht aktiviert? Nee. So, man hat Solo-Raids. Was haben wir hier? Ups. Ja, das ist wieder so wie bei anderen Games, dass man da halt Items bekommt und die sich täglich ändern. Wieder oben seht ihr Sonntag, Mittwoch, Samstag, Sonntag, Montag, Donnerstag, Sonntag, Dienstag und Freitag. Wie gesagt, Sonntag ist wie bei den meisten Games alles immer offen. Und dann unterscheidet sich das halt immer, ja. Und dafür unterscheidet man dann halt die Fraktionssachen hier frei. Zum Beispiel Energieschlag, Bio-Schemenschlag und Mechschlag. Da gibt es auch manchmal extra Events, wo man dann wahrscheinlich noch Sachen freischalten kann. Es gibt noch Koop-Raids, die habe ich noch nicht freigeschaltet. Ja, an sich, es macht das Spiel ein bisschen Spaß, ist ganz cool. Wie gesagt, es frisst sehr viel Zeit, würde ich sagen, wenn man gut werden will. Am Anfang ist halt noch alles relativ ähnlich, weil alle die gleichen Helden am Anfang haben. Ich kann dir kurz mal ein freies Spiel zeigen. Ja, mein Bester ist gerade auf Patrouille, das ist natürlich nicht so cool. Gehen wir mal so durch. Ja, kann ich mal vorzeigen. Ja. Hier unten seht ihr die Leben da bei den Helden, haben wir 3 Leben. Ich habe jetzt einen Frontline-Kämpfer drin, jetzt der Grüne da vorne. Dann haben wir hinten Halo, der heilt und ein Schild. Der Gegner ist ein bisschen stärker als ich und 3 Level über mir. Schauen wir mal, was es so abgeht. Wie spielen wir mit Ryker? So, man hat 3 unterschiedliche Elemente. Es gibt einmal die Elementar, also die Energieleute. Dann gibt es die Biochem, das sind die Grünen. Und dann gibt es die Mech, den ich gerade spiele zum Beispiel. Ja, man hat Fähigkeiten, die man freischaltet. Ja, die Helden sind halt unterschiedlich stark, wie man sie gelevelt hat halt. So, den haben wir auch. Oh, weg hier. So, wenn ich den jetzt treffe, ist er weg. So, gut. Wie gesagt, und zum Beispiel Mech ist gut gegen die Energieleute, die Blauen. Die Grünen sind gut gegen die anderen. Also man hat unterschiedliche. Man kann währenddessen im Game seine Helden ändern. Ja, da ist gerade das Dings im Weg gewesen. Wie gesagt, hier seht ihr auch, dass man unterschiedliche Fähigkeiten hat. Also nicht fähig, also Fähigkeiten und Dings halt auch. Waffen meine ich. Der hat jetzt so eine halbautomatische Sniper zum Beispiel. So, gewonnen. Zap. Sieg. Da, jetzt gehen Leben weg von den Leuten, die gestorben sind. Für jeden Kill von jedem Gegner kriegen wir 20 PvP-Juwelen. Mit 5 Kills kriegt man eine Kiste. Hier. So. Es gibt tägliche Missionen. Jetzt haben wir Level erreicht. Cool. Tägliche Missionen, die man abschließen kann. Talent Kalenderboni. Hier schalten wir gerade Razorback frei, wenn wir das durchziehen würden. Ja. Es gibt Erfolge, die man wofür man Geld für bekommt und Gold, also Gold und Fragmente und andere Sachen. Ja, insgesamt macht das Spiel eigentlich relativ Spaß. Ich will nicht so viel Zeit investieren, um hochzukommen, weil ja, später ist es halt noch, glaube ich, viel cooler, wenn man alle Helden hat und dann auch wirklich taktisch vorgehen kann, welche Helden man wann benutzt und also im PvP-Modus jetzt vor allen Dingen, welche man Helden gegen welche benutzt, welche gut sind im Kombi mit anderen Helden und ja. Genau, oben seht ihr Energie, man hat Energie, wie oft man. Die man auch hier benutzen kann, entweder im Schnellmodus oder im, weiß ich nicht, hier zum Beispiel jetzt schneller gewinnen, können wir das machen, so zapp, zapp, zapp. So. Was haben wir hier noch? Noch einen normalen Modus, wie gesagt. Das hatte ich ja schon gesagt. Genau, wenn man 3 Sterne hat bei einer Dings, kann man den Schnellgewinn machen. Ich gehe mal kurz einfach durch und verschwende meine Energie. Man wird ziemlich oft auf Angebote darauf hingewiesen. Das fand ich sehr nervig. Man kann Videos schauen, wo man Gold bekommt. Hier, Tagesquest, zack. Es gibt tägliche Energie zwischen bestimmten Uhrzeiten, damit man wieder spielen kann und wieder rangezogen wird sozusagen. Ja. Was habe ich hier noch nicht freigeschaltet? Den Hieronym Shop bei Level 40. Okay.
Ja, es gibt VIP-Level, die dir wahrscheinlich Vorteile verschaffen. Also nicht wahrscheinlich, die verschaffen dir Vorteile. Die kann man auch so bekommen, glaube ich, durch Tapjoy, wenn man andere Spiele spielt und da bestimmte Erfolge hat dann irgendwann. Ja, das war es dann auch eigentlich schon mit dem Review. Also ich gehe nochmal kurz durch. Also Spaßfaktor ist, glaube ich, bei 4 von 5 Sternen am Anfang. Später ist es noch ein bisschen besser vielleicht, aber nimmt auch zwischenzeitlich wahrscheinlich ab auf dem Weg dahin, weil das eigentlich nur ein Grind ist. Es ist eigentlich relativ repetitiv und stupide Gegner abmetzeln. Man hat immer das Gleiche tagtäglich, Kampagnen machen, PvP spielen. PvP ist jetzt das Einzige, glaube ich, was ein bisschen cooler ist noch und noch mehr Spaß macht, weil da auch ein bisschen Abwechslung ist gegen die Gegner. Herausforderung ist halt Leute reinchecken und sowas. Events sind ganz cool. Das haben wir hier gerade. Anvil-Herausforderungs-Event. Ja. Ansonsten Abwechslung halt, weiß ich nicht. Ist nicht so abwechslungsreich das Game. Wie gesagt, ist alles repetitiv und stupide das gleiche eigentlich. Deswegen da würde ich, glaube ich, 3 von 5 Sternen geben oder 2 von 5. Ist nicht so abwechslungsreich. Ja, zeitintensiv. Es geht an sich, wenn man eine halbe bis Stunde am Tag spielt, wenn man das Spiel intensiv spielen will, erreicht man, glaube ich, alles, was man erreichen muss. Man kann sich dann kurz einloggen noch zu den Zeiten, wo man seine Energie bekommt, um dann die kurz zu verbratzen. Man muss nicht so viel spielen, um gut zu werden oder um seine täglichen Missionen zu erreichen. Das geht an sich. Ähnlichkeitsfaktor zu anderen Games aus dieser Reihe ist sehr groß. Also da Ähnlichkeit zu anderen Games würde ich so 4 von 5 geben. Wie gesagt, sowas wie Star Wars, das eine da, wo man die Helden sammelt, oder Disney Heroes, das kann da jetzt mehrere aufzählen, das ist ja gerade eine Branche, die ziemlich in ist. Das machen jetzt alle großen Hersteller, dass man seine eigenen Leute reinballert, also seinen eigenen kreierten Charaktere und Helden und sowas, und die dann gegeneinander kämpfen lässt. Das Einzige, was hier ein bisschen anders ist, ist das Kampfsystem zu den anderen Games, finde ich. Bei Star Wars haben wir dieses 5 Helden gegen 5 Helden, wo man dann Fähigkeiten taktisch macht. Hier hat man das in Echtzeit gegen andere, wo man auch richtig schießen muss und Fähigkeiten einsetzt und sowas und auch Seitenwechsel hat. Also das, im Kampf selber ist das relativ cool, weil man auch ausweichen kann und sowas. Da würde ich 4 von 5 geben von. Also das Kampfsystem ist sehr ausgefeilt an sich und trotzdem simpel gehalten. Kann man viel draus machen mit den ganzen Fähigkeiten. Ja. Ja, aber dieses stupide Grinden, um besser zu werden, ist halt das Ziel des Spiels in dem Sinne und später dann PvP oder gut im PvP zu sein. Ich weiß gar nicht, ob es ein Ranking gibt. Ich glaube nur in den Turnieren. Also es gibt an sich kein Ranking. Das ist relativ blöd gemacht. Also ich habe noch kein Ranking festgestellt. Deswegen hat man keine Ansporn eigentlich gut zu werden, sag ich mal so. Oder keinen Ansporn, der dich irgendwie treibt, das Spiel weiterzuspielen. Weil Ranking und sowas ist eigentlich immer ein Faktor, der mich ziemlich motiviert, wenn man besser wird und das dann auch im Ranking sieht. Ja, das war's mit dem Review von Hero Hunters. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und ciao, ciao, Leute.